Servus Leute, heute habe ich von Husqvarna aus der Mountain Cross Serie das MC6 mit dabei. Dieses wollen wir uns nun mal ein bisschen anschauen. Beginnen wir mit den Laufrädern. Diese sind Eigenbau von Husqvarna. Drin verbaut ist eine relativ vernünftige Narbe mit den sogenannten Industrielager. An Felge sitzt hier eine Rhythm Disc 35 drauf. Wie der Name schon sagt, eine 35er Felgenbreite haben wir hier. Gepaart mit einem Maxxis Reifen, und zwar ist es hier der Recon Evo Plus Pro Protection. Reifengröße haben wir vorne 29 Zoll mit einer Breite von 2,4. Hinten ist es ein 27,5er mit einer Breite von 2,6. Also auch hier finden wir die Variante, dass wir vorne das 29 Zoll Laufrad haben für den stabileren Geradeauslauf und hinten ein 27,5er. Um eine möglichst kurze Kettenstrebe zu erzielen und eine große Auflagefläche unten am Reifenlatsch, also sprich an der Auflagefläche des Reifens selber. Werfen wir doch mal einen Blick aufs Fahrwerk. Vorne bei der Gabel ist von Fox die 36er Rhythm mit 150 mm Federweg verbaut. Wir haben oben die Druckstufeneinstellung, unten versteckt unter der Kappe ist die Zugstufeneinstellung und natürlich ist das Ganze hier auch eine Luftdruckgabel. Und beim Dämpfer sitzt ebenfalls von Fox der DPS Performance auch in der Luftvariante drinne. Das Fahrwerk erzielt auch am Hinterbau 150 mm Federweg. Das Fahrwerk als solches ist wirklich eine sehr schöne, stimmige Variante, die hier gewählt wurde. Kann ich wirklich gar nichts dran aussetzen. Bei der Bremsanlage wurde sich hier für die SRAM G2 entschieden. Das Ganze ist vorne und hinten eine Vierkolbenanlage. Diese Bremsanlage bringt auch eine Menge Bremsleistung mit und dadurch, dass es eine Dot-Bremsanlage ist, kann sie auch ein paar Grad mehr Temperatur ab. Bremsscheibengröße fahren wir vorne eine 203 mm große Bremsscheibe. Hinten sind wir dann noch bei 180 mm geblieben. Beim Display, sowohl auch bei der Bedieneinheit, wurde sich hier für die 7000er Variante entschieden. Diese sind wirklich schön klein, dezent und sehr gut geschützt im Mountainbike-Einsatzbereich. Jedoch muss ich sagen, das 8000er bzw. das 800er Display hätte mir für dieses Fahrrad noch mal ein Stück weit besser gefallen. Aber die Funktionen sind hier wirklich alle da und lassen keine Wünsche offen. Beim Akku finden wir einen integrierten von Simplo mit 630 Wattstunden. Also auch dafür reichlich Kapazität gesorgt. Wir können den Akku auch innerhalb des Rades einmal laden. Da befindet sich hier unten diese Gummiabdeckung. Da können wir ganz einfach das Ladegerät anschließen und den Akku einmal laden. Und wir haben hier oben auch nochmal die Halterung für gegebenenfalls einen Flaschenhalter. Das findet man ja auch nicht bei jedem E-Bike, also daher nochmal erwähnenswert. Gucken wir uns mal das Herzstück des Fahrrads an. Hier finden wir von Shimano den neuen EP8 mit bis zu 85 Newtonmeter Drehmoment. Das ist die neueste Ausbaustufe aus dem Hause Shimano für die Mountainbikes für die Saison 2021. Beim Kettenblatt sehe ich auch wieder eine Sache, die mir immer wieder gut gefällt, wenn sowas verbaut ist. Und zwar haben wir hier ein SRAM-Kettenblatt mit insgesamt 34 Zähne. Dieses Kettenblatt verfügt ebenfalls über die sogenannte X-Synth-Verzahnung. Hier ist es sogar die X-Synth-2-Verzahnung. Da ist jeder zweite Zahn ein wenig breiter, hat eine Art X drinne, welches halt immer ins breite Glied geht und dadurch wird die Kette besser geführt. Und für denjenigen, der ganz sicher gehen möchte, wir haben hier oben auch nochmal eine einfache Kettenführung verbaut. Bei der Schaltung finden wir SRAM SX Eagle. Ist nicht die schlechteste Variante, die man hat hierfür wählen können. Dieses Schaltwerk funktioniert wirklich gut und macht das, was es soll. Selbstverständlich kommt diese Schaltgruppe mit 12 Gängen daher, daher auch der Name Eagle. Kassettenbandbreite haben wir hier 11 zu 50 Zähne, also da auch schon mal eine gute Bandbreite. Und dann kommen wir auch einmal zur Entfaltung. Ich erwähne es jedes Mal. Was ist Entfaltung? Das ist eine Kurbelumdrehung hier vorne an der Pedale. Wie viel Strecke legt das Fahrrad dabei zurück? Und da komme ich im ersten Gang auf 1,52 Meter und im höchsten Gang auf 6,93 Meter. Das lässt meiner Meinung nach nicht viele Wünsche offen. Wir haben hier wirklich eine echt gute Untersetzung und die Übersetzung ist auch vollkommen ausreichend.
Bei der Sattelstütze darf hier selbstverständlich auch keine absenkbare fehlen. Hierbei handelt sich das um eine Husqvarna Dropper Post und die gesamte Längen und Hubhöhlen sind natürlich auch nochmal den Rahmengrößen selber angepasst. Zum Schluss nochmal das Gewicht des Fahrrads. Selbstverständlich habe ich auch dieses gewogen, inklusive Akku, inklusive Pedale. Hierbei handelt sich das um Rahmengröße S, somit die kleinste Variante. Und da kam ich auf insgesamt 25,0 Kilogramm. Die zulässige Gesamtlast beträgt hier 130 Kilogramm. Ja, das soll es auch wieder für heute gewesen sein. Wie immer, Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ich habe nichts weiter vergessen. Ich sage recht herzlich Dankeschön fürs Zuschauen. Und ich würde mich auch riesig freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, ciao.